Die zwei Meistertitel, ganz klar mit IBE, die ich hier erleben durfte, war tatsächlich ein Barcelona-Shirt, aber ohne Nummer, ohne Namen. Einfach Barcelona-Shirt. Keine Ahnung, warum das wirklich Barcelona war. Es hat es auch gerade im Ausverkauf gegeben. So. Keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, es ist der Gibril Sow. Ich bewundere ihn extrem. Ich schaue auch sehr gerne jetzt das Spiel von Frankfurt. Ich bewundere ihn einfach, wie er seinen Weg weiterhin geht. Ich hatte ihn gerne von Zürich West. Das ist der Klassiker, das einzige Lied, das ich auswendig habe. Und für mich ist auch klar, dass ich Schweizerdeutsch singe. Gute Frage. Nichts Spezielles. Nicht, dass ich jetzt irgendwie etwas wüsste. Ich habe sicher daheim etwas abgegeben. Einfach so, zum zeigen, hey, ich wohne da, habe einen anständigen Lohn. Ich möchte auch etwas zurückgeben meinen Eltern, die sehr viel gemacht haben für mich. Vor allem auch meine Mutter, die immer gewaschen hat für mich. Und ja, einfach alles erledigt hat in meinem Rücken. Und dann habe ich sicher angefangen, ihr jeden Monat etwas zu zahlen. Fußball-Schweizer Meister, ganz klar. Dann wäre es wahrscheinlich der Rock. Ich folge dem auf Instagram und ich glaube, er hat noch ein interessantes Leben. Was würdest du so erraten? Ja, ich glaube, er trifft noch sehr viele interessante Leute. Ist noch so ein ruhiger Typ, cooler drauf, sehr lustig, gleich noch recht apparat. Und ich glaube, mit ihm würde ich gerne mal einen Tag tauschen. Ich und mein Weg. Schon im Druck, oder? noch nicht. Aber wieder an den ersten Kapitel. Dein grösstes Talent neben dem Fußballplatz? Ich bin sehr ein guter Freund, glaube ich. Schon lange Beziehung, also von dem her. Ich glaube, das ist ein gutes Talent. Über mich selber. Und das ist eine gute Eigenschaft, würde ich sagen. Vielleicht ich ab und zu, wenn ich ein Trainingsspiel verliere oder irgendwie so ein bisschen hässig bin, dann würde es mir vielleicht manchmal gut tun, wenn ich ein bisschen frische Luft würde tanken. Ein Baum pflanzt. Das hat mir mein Vater mal mitgegeben. Und ich kann sagen, das habe ich schon gemacht. Also von dem her ist okay. Das müsste im Fall von Guillaume Haro sein, Müller-Hunziker. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich vorher mal in einem wirklich richtigen Konzert war. Schon? Nie so Konzertgänger? Nein, nicht. Wo ist es auf den Geschmack gekommen? Oder? Ja, der Guy hat mich unterhalten. Es ist halt meistens scheitert es einfach an der Zeit. Wenn da hier Konzerte sind, dann sind wir meistens in den Ferien. Und ja, meistens sonst, haben wir einfach keine Zeit. Anstrengend. Belastend? Nein, es gehört halt einfach zum Job dazu. Wir machen es gerne, versuchen es so gut wie möglich zu machen. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Ich höre sehr gerne Rock'n'Roll. Auch Hitparade, also ich höre querbeet eigentlich alles, aber sehr viel Rock. Dort habe ich mich schon ein bisschen in das Genre verliebt. Schwere Stange. In der Garderobe auch? In der Garderobe, daheim, schon schwierig. Es ist eher so Latino, so Sachen, die laufen. Aber ich setze mich durch, kein Problem. Schocki trinken. Den gönne ich mir ab und zu am Morgen. Das startet der Tag für mich richtig. Alles. IB ist für mich der Verein, wo ich eigentlich alles zu verdanken habe, wo ich meinen Weg anfangen durfte. Und ich glaube, das ist einfach ein Jugendtraum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Und ich denke, es ist sehr viel für mich, wenn nicht alles. Die Stadt ist nicht ohne Grund die Hauptstadt der Schweiz. Und ich denke, die Leute wissen auch, warum das die Hauptstadt ist. Und jeder, der das nicht weiss, soll mal auf Bern kommen, soll mal die schöne Stadt geniessen. Dann wird die Stadt nicht mehr verlassen.